die ganze Zusammenkunft und dass wir dich heute jetzt endlich bei CreateF als Gast begrüßen dürfen. Mona, erzähl doch mal, wie geht's dir, wo stehst du gerade und wer bist du eigentlich? Okay, Leute, ich hole euch mal ganz authentisch ab. Erstens, ich komme gerade von der Baustelle. Wenn ich ein wenig aussehe, dann nimmt es mir bitte nicht übel. Wir bauen nämlich gerade den ersten Langhaar-Mädchen-Salon und deswegen bin ich mit den Gedanken ein bisschen verwirrt und ein bisschen woanders, aber ich versuche, so gut es geht, im Hier und Jetzt euch mal kurz zu mir abzuholen. Ich bin Mona, bin jetzt 31 Jahre alt. Ja, vergisst man manchmal mit den ganzen, irgendwie geht alles immer ganz schnell. Ich habe vor sieben Jahren war ich auf Weltreise und da ist bei mir ziemlich viel entstanden. Mein Background ist, ich habe eine Ausbildung als Friseurin gemacht, ich war nicht super gut in der Schule, ich habe einen Realschulabschluss, selbst da war ich nicht so gut. Habe aber sehr stark immer meinen Weg verfolgt und wollte unbedingt Friseurin werden und Hair- und Make-up-Artist und irgendwann mal in die weite Welt und nach Kapstadt und wollte da die ganze Fashion-Welt erobern und keine Ahnung. Habe aber dann ziemlich schnell festgestellt, als ich dann in München so als Friseurin gearbeitet habe, wo ich mir dachte, ja, passt schon, aber irgendwie so ganz irgendwie auch nicht, habe ich meine Hair- und Make-up-Artist-Ausbildung gemacht und noch meinen Friseurmeister gemacht und dachte mir so, okay, also irgendwie brauchst du noch ein bisschen mehr und dann bin ich eben nach Kapstadt gegangen und dachte mir, okay, und jetzt geht's richtig los. Da sind die ganzen, ne, Otto und da wollte ich für alles so Shootings machen und die, für die ganzen Models. Kam war ich in Kapstadt, habe ich für mich festgestellt, okay, das war doch eigentlich immer so dein Ziel und sowas. Jetzt bist du da, jetzt fühlst du dich irgendwie voll scheiße, irgendwie glücklich bist du auch nicht. Und das war für mich so der erste Traum, der irgendwie so ein bisschen zerplatzt ist, weil ich mir gedacht habe so, hä, das war doch voll dein Ding. Und dann habe ich mir überlegt, okay, nicht wer bin ich, sondern ich habe mich eher gefragt, was kann ich denn noch? Also was habe ich gelernt? Ich habe mich jetzt in der Retrospektive extrem damit identifiziert, was ich so gelernt habe laut meinem Lebenslauf. Und es war halt, ich habe ja noch eine Friseurausbildung, also kann ich ja auch noch das. Und habe dann gedacht, okay, Hauptsache ich gehe jetzt nicht zurück nach München nach 3 Monaten, das wäre der Fail für mich überhaupt, sondern dann gehe ich jetzt einfach weiter nach Australien und gucke, dass ich in Sydney in einem geilen Salon arbeiten kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin nach Sydney, ich habe mir einen Aveda-Salon rausgesucht und habe dann Vollgas gegeben, konnte da dann auch arbeiten. Und die hätten mir dann sogar ein Sponsorship angeboten. Das heißt, ich hätte für 3 Jahre in Sydney arbeiten können und leben können. Und das war mein Ziel. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie geil. Okay, jetzt bleibe ich in Sydney, mega. Ich rufe Julia an, meine Freundin und Mitgründerin. Und das war dann so spannend, weil Julia dann gesagt hat so, okay, ist es wirklich das, was du willst? Und ich so, nee, scheiße, eigentlich nicht, weil irgendwie bin ich da jetzt auch Friseurin, so viel Geld verdiene ich jetzt auch nicht, so oft am Bondi Beach war ich irgendwie auch nicht, wie man sich das dann vorstellt. Und dann haben mir irgendwie auch voll meine Freunde gefehlt und so weiter. Und ich dachte mir so, krass, zweiter Traum irgendwie so zerplatzt. Und dann war irgendwie nichts mehr da. Also es war nichts mehr da von all dem, was ich dachte, was mich so erfüllt. Und ich war zu dem Zeitpunkt 25 und habe dann für mich, wenn ich jetzt so drauf schaue, echt so eine Quarter-Life-Crisis gehabt oder so. So würde ich es einfach mal nennen, weil ich war für mich wirklich so, ja scheiße, wer bin ich denn, was mache ich denn jetzt und keine Ahnung. Jetzt bin ich 25 und habe keinen Plan vom Leben, wie schlimm. Ich fand das wirklich richtig schlimm. Und da habe ich halt die ganzen Leute gesehen, die voll viel Party gemacht haben. Und ich dachte mir so, boah, nee, mir ist nach Party gerade gar nicht. Und ich bin eigentlich echt voll der soziale Mensch und bin gerne unter Menschen. Aber da war echt so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe nur noch Bock, alleine zu sein. Und dann habe ich mir einen Bus gekauft und habe dann in dem Bus ein halbes Jahr gelebt. Und in diesem Bus ist für mich so ein bisschen die Magie passiert, weil, wenn ich es jetzt überlege, es war einfach mal, ich hatte keinen Fernseher, ich konnte mich nicht krass ablenken. An der Decke von diesem Bus war von dem Vorbesitzer diese ganzen Sprüche, believe in your dreams and you're halfway there, the best is yet to come, love what you do. Und ich so, was für ein Scheiß, die ganzen Sprüche kennt man doch, aber irgendwie, also ich habe die, aber am Anfang war ich so, kenne ich, weiß ich, aber irgendwie war ich verzweifelt genug, dass ich mir die Sprüche mal anders zu Herzen genommen habe und habe mal wirklich überlegt, was wäre das, was ich denn überhaupt, was ich wirklich liebe.
Und habe ich echt mal überlegt, okay, das ganze Shooting-Gedöns, alles schön und gut, aber irgendwie nervt mich diese Branche. Also irgendwie, ich hatte da immer so einen Wertekonflikt. Ich bin ein Mädle vom Land, da herrschen manchmal ein bisschen andere Werte wie in der ganzen Fashion-Branche, wo an dem wunderschönsten Mensch ever noch gesagt wurde, oh, die Nase ist ein bisschen krumm. Und ich dachte mir nur so, Alter, was geht hier ab? Ist doch einfach nur scheiße. Und dann dachte ich mir so, boah, was ist eigentlich Walt Disney? Und hab dann irgendwie mir Walt Disney voll, ich weiß nicht wie, auf Walt Disney, ja, das waren ja die ganzen Sprüche, believe in your dreams, you have voll there. Und da habe ich mir wirklich mal geschaut, was hat Walt Disney geschafft? Was ist dem seine Geschichte? Hab plötzlich angefangen, das erste Mal mit 25 übrigens, dass ich ein Buch zu Ende gelesen habe. Bisschen peinlich. Aber gut, ich war nie, meine Eltern haben auch nie gelesen. Das war, ist echt auf mich irgendwie übergeschwappt. Und dann ist mir aufgefallen, so, okay, das war auch nur ein Mensch. Und der hat diese Welt sich kreiert. Und wenn ich mir jetzt eine Welt kreieren dürfte, dann ich liebe meinen Job, ich liebe mein Handwerk und ich habe Bock, Handwerker zu sein. Aber ich will es in einer Welt, wo sich Mädels gut und schön genug fühlen. Ich habe keinen Bock, ständig über noch besser, schöner, noch mehr optimieren die ganze Zeit. Ich finde es so ein falscher Weg, solche falsche Gedanken, sondern es soll letztendlich um Lebensfreude gehen. Und ich fand diese Gedanken plötzlich voll geil. Mir hat es mega viel Energie gegeben. Und dann bin ich an dem Abend mal wieder, war ich in einem Hostel und habe mir gedacht, okay, jetzt gehst du mal wieder feiern. Hatte so einen Wodka Bull in der Hand. Habe dann die Bullflasche in der Hand gehabt und ich dachte mir so, Alter, Red Bull, was haben die geschafft, wenn ich die Bullflasche anschaue? Ich denke an Action, ich denke an Abenteuer, was die verkörpern. Und dann dachte ich mir so, was ist denn das? Und dann habe ich über die nachgelesen und dachte mir so, okay, es ist eine Marke. Und ich bei Google, wie baue ich eine Marke auf? Ich so, okay. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn Red Bull, und dann hatte ich plötzlich diese Shampoo-Flasche. Also es war plötzlich so ein Bild, meine Shampoo-Flasche in meiner Hand, obwohl ich dieses Red Bull-Ding noch in der Hand hatte. Und dann war die Idee geboren, so ein bisschen, lass doch meine Haarpflege in Flaschen machen, die aber Lebensfreude und bla verkörpert. Und wo es wirklich darum geht, ich meine, ich habe einen hohen Anspruch an mein Handwerk und Qualitätsanspruch, weil ich habe nur in so High-Quality-Salons gearbeitet, wo aber immer dieses, ich bin der Experte und ich weiß, was gut für dich ist. Und ich dachte mir so, wow, können wir uns bei einer Beratung einfach mal auf eine Couch pflanzen und lassen über deine Haare quatschen, weil ganz ehrlich, lass doch mal zusammen das irgendwie kreieren, wie ich dich unterstützen kann, wie ich dir helfen kann. Und dann kam irgendwie das eine zum anderen. Julia hat zu mir immer gesagt, boah, deine Gedanken sind voll verwirrt, was soll ich denn damit anfangen? Oder wie, also, wo, was willst du mir damit sagen? Ich so, ja, wir gründen halt eine Marke. Und sie so, hä, wie meinst du das? Ich so, naja, wir können ja erstmal anfangen. Ich finde, der Bus, den ich habe, der gibt mir so viel Mobilität, so viel Freiheit. Und es hat mir so viel gegeben, dass ich gesagt habe, boah, so einen Stylingbus zu haben in Deutschland, da rumzufahren, auf Festivals, um Mädels die Haare zu machen und diese Lebensfreude zu verspüren. Sie ist so, okay, ja, aber wie willst du damit jetzt Geld verdienen? Oder wie stellst du dir vor, so ein Bus ist voll teuer? Ich so, ja, keine Ahnung, aber das kommt alles zum anderen. Man muss halt erst mal anfangen und wir müssen jetzt einfach mal vertrauen. Und sie so, weißt du was, ich nehme dich langsam ernst. Du liest jetzt endlich mal Bücher und zwar auch Unternehmensbücher. Und du scheinst irgendwie einen Plan davon zu haben. Fühlt sich gut an, ich kündige meinen Job, ich fliege zu dir. Ich so, aber du, ich weiß zwar jetzt nicht. Und plötzlich kamen voll die Zweifel. Auf jeden Fall, 2 Wochen später stand sie in Australien. Wir haben uns nach einem Jahr wieder gesehen. Und das war dann irgendwie voll strange, weil auf dem Roadtrip, wo wir dann gemacht haben, haben wir festgestellt, ich war die, die gesprudelt hat und Ideen hatte, das aber irgendwie die ganzen Punkte nicht wirklich verknüpfen konnte. Sie hat es auf Blatt Papier gebracht. Und dann war das für mich plötzlich auch viel klarer. Und dann haben wir irgendwie voll gemerkt, wie wir uns da ergänzen. Aber dann war halt immer noch die Frage, ja, wie kommen wir zusammen? Sie war zu dem Zeitpunkt in Würzburg. Ich wollte wieder zurück nach München. Und dann hat sie nur gemeint, ja, lass doch mal. Also ich komme auf keinen Fall nach München. Das würde ich auf keinen Fall tun, auch nicht für ein Unternehmen. Ich bin da, ich werde da nicht glücklich sein, das weiß ich. Ich so, okay, ich finde eine Lösung. Und dann war es so, okay, wir finden einen Kooperationspartner. Und dann machen wir eigene Produkte, also quasi Richtung, also auf der ganzen Welt halt dann die eigenen Produkte. Und dann kannst du ja in Würzburg bleiben und ich in München. Sie so, okay, ich schreibe es auf. Ich so, du, es wäre übrigens geil, wenn es bei DM wäre, weil unser Mädchen, die kaufen nicht unbedingt Produkte für 25 Euro, weil ich als Friseurin konnte mir die eigenen Produkte im Salon teilweise nicht kaufen, weil sie einfach zu teuer waren. Und dann hat sie gesagt, okay, dann halt bei DM.
Ich so, ja, da laufen wir dann rein und da rechts sind dann unsere Produkte. Sie so, okay, ich schreibe es auf. Also keinerlei Zweifel. Das gab es wirklich von ihrer Seite aus nie. Es war eigentlich pure Naivität. Und dann haben wir gesagt, okay, der erste Meilenstein ist, wir stehen mit irgendeinem Bus an der Wiesn und ProSieben kommt vorbei. Und sie so, ja, ich besorge einfach mal über einen Kumpel von einem Kumpel, der hat da so einen Bus, ich frage den mal. Haben wir uns einen Bus ausgeliehen, so einen großen, blau-weißen, und standen in der Nähe von der Wiesn und dann kam wirklich ProSieben vorbei. Die kam aber nicht vorbei, weil sie plötzlich vorbeikam, sondern wir haben auch da liebevoll Türen eingetreten und haben was dafür getan, haben ein Video geschickt, sie sagt, Servus, wir sind die Langhaar-Mädchen, wir hätten da so eine Idee aus dem, das saugeile Story, kommt doch mal vorbei zu Wiesn, ihr kriegt eine Flechtfrisur. Also einfach bei allem, was wir gemacht haben, einfach brutal naiv, einfach mal immer Türen eingetreten. Dann kam ProSieben sogar vorbei, der Beitrag ging mega durch die Decke, dass wir plötzlich Anfragen von überall hatten und wir so, ach, Fernsehen bringt ja echt was, ne? Vielleicht sollten wir mal so ein Instagram oder so ein Facebook-Profil machen, weil selbst das hatten wir noch nicht. Und dann kam die Deutsche Friseurakademie, da haben wir dann mal ein Seminar gehalten und die haben uns dann gefragt, hättet ihr Bock, auf so einer Beauty-Messe zu arbeiten? DM sucht da Leute. Und ich so, Julia, sie so, das ist für Balea, das machen wir sicher nicht. Ich so, Julia, das ist DM, da gehen wir hin. Da sind irgendwelche Marketingmenschen davon. Ich glaube, die hätten da eventuell was zu sagen. Wir sprudeln die voll und nächstes Jahr auf der Messe stehen wir mit unserem eigenen Bus und dann präsentieren wir unsere eigene Marke. Sie so, ach so, okay, aufgeschrieben. Und dann gesagt, getan, wir sind da hingegangen. Wir haben für Balea gearbeitet, was ungefähr das Schlimmste ist, was du als Friseurin vom Gefühl her tun kannst, weil du dir halt denkst, so, ja, okay, Balea verkörpert jetzt nicht so diese Expertise, die man als Friseur so lernt im Salon. Und dann haben wir für die gearbeitet, einen Tag lang Flechtfrisuren gemacht. Und ich so, Julia, komm, wir gehen jetzt irgendwo hin, wo diese Menschen rumschwingen. Ich so, bist du jemand von DM? Machst du Marketing? Weißt du, wer das macht? Und er so, ja, der, das ist der Herr Kuba. Ich so, ja, okay. Dann haben wir die vollgesprudelt auf der Messe. Und die so, was? Wir so, ja doch, Australien, Storytelling, wir wissen, wie man eine Marke aufbaut und voll gut. Ich so, boah, schafft erst mal was, so läuft das echt nicht. Und also, Entschuldigung, bei der M eine Marke, wisst ihr, wie viel Leute darum kämpfen und wer seid ihr überhaupt? Seid ihr bekannt, habt ihr ein Instagram-Profil? Wir so, ja, neu aufgebaut. Er so, ja, schön, aber was glaubst du, warum es ein Udo Walz irgendwann mal schafft als Promi-Friseur? Aber so einfach geht es echt nicht. Und wir so, okay. Ich so, Julia, wir bleiben hartnäckig. Sie so, ja, lass dranbleiben. Und dann haben wir wirklich so lange rumgetan, rumtelefoniert, wir sind an die E-Mail gekommen, bis wir irgendwann eine Einladung hatten in der Zentrale in Karlsruhe. Dann sind wir schön mit unserer Australien-Landkarte, mit unserem kleinen Bus, mit Traumfängern und Kleidchen in die Zentrale gelaufen. Und wir so, wir wollen euch jetzt mal hier was präsentieren. Und dann haben wir diese, sind wir mit dem Bus da schön da rumgefahren. Und die so, okay, also wir hatten schon viele Termine, aber ganz so kennen wir das irgendwie noch nicht. Habt ihr einen Businessplan? Die so, nee, aber ganz viel liebe Gefühle und eine große Vision dahinter. Und wir wissen, dass es eine Marke ist und wir wollen das und das und das. Warum ist das und das? Und ich so, okay, Leute, ja, vielleicht mal eine Kooperation, aber sorry, wird nix. Und wir denen nochmal was hinterher geschickt und 2 Wochen später kam dann ein Anruf. Mädels, also, wie wolltet ihr das dann eventuell nochmal machen mit dem Bus? Wir so, ja, wir würden dann auf Festivals gehen und das wäre der Marketingplan, haben es dann endlich mal geschafft, ein bisschen was auf Blatt Papier zu bringen und denen ein bisschen mehr Struktur, aber auch sehr viel mit Bildern, also wir haben ganz viel mit Bildern gearbeitet, wo wir dann eine Roadmap mit Bildern erstellt haben, wie so ein kleines Bilderbuch, also wie im Kindergarten. Aber es hat anscheinend gefallen, weil 2 Wochen später waren wir da, haben nochmal alles präsentiert, ein bisschen strukturierter, mit aber noch einer klareren Vision. Und die haben sich dann nochmal angeschaut und haben gesagt, Mädels, also irgendwie ein bisschen verrückt, aber wir würden nicht anfangen, dass ihr eine Kooperation habt. Wir sehen doch erstmal richtig viel Potenzial. Wir würden anfangen mit 28 Produkten in 13 Ländern. Ist das für euch in Ordnung? Wir so, Julia, ist das für uns in Ordnung? Okay, machen wir. Und dann war von heute auf morgen plötzlich im Raum gestanden, genau das, was ich mir in Australien visualisiert hatte. Also alle Meilensteine, ich kann wirklich nur noch einen Haken setzen, weil ich viel mit Visualisierung gearbeitet habe, weil ich den geilsten Partner ever, meine beste Freundin Julia, Mitgründerin,
bei mir hatte, die nie gezweifelt haben, nie was in Frage gestellt habe. Dafür gibt es nämlich immer ganz viele andere Menschen, weil die sind wichtig und gut, aber die sind so viele davon da. Und jetzt mittlerweile haben wir seit 3,5 Jahren eine aufsteigende Quote. Trotz Corona sind mittlerweile in 15 Ländern, haben aber noch mehr Stores und haben jetzt den eigenen Aufbau von einem eigenen Friseursalon. Den hätten wir eigentlich vor 2 Jahren machen wollen, aber wir haben nichts gefunden und ehrlicherweise dank Corona alles okay, dass es so gekommen ist. Und sind mittlerweile, schreiben jetzt gerade an einem Buch, was ich eigentlich noch gar nicht sagen darf. Egal, jetzt habt ihr es mal gehört. Scheiße ist auf Kamera, macht auch nichts. Aber sowas steht natürlich auch im Raum. Am besten noch einen Kinofilm über die ganze Geschichte und einfach nur, weil wir wollen, dass dieses Female Empowerment mehr gelebt wird. Dieses aneinander glauben und wirklich zu sagen, ich sehe ein bisschen mehr in dir, was du in dir siehst, und das sich gegenseitig geben, hat so viel Powervolles, so viel Machtvolles. Ich habe mit ihr seit 5 Jahren eine phänomenale, geile Partnerschaft. Wir haben jetzt die 3. Firma zusammen aufgebaut, weil da gibt es noch was, da muss ich jetzt wirklich ruhig sein, was gerade auch noch in Gange ist. Es macht so Spaß zu kreieren und das aber auf einer geilen, liebevollen, achtsamen Kommunikation und diese Leichtigkeit und Freude, die wir immer noch haben. Und das ist einfach so erfüllend. Und auch mit DM, einem krassen Konzern, haben wir so eine geile Partnerschaft. Das sind wie Freunde mittlerweile für uns, weil wir die so in unsere Welt reingeholt haben, dass es wirklich mit uns auch ganz anders ist wie mit anderen Marken. Weil es halt auf einer viel, da ist eine Vision hinter der Marke, da ist ein Warum hinter der Marke. Also wir sehen das halt so groß und was wir damit erreichen wollen. Und das ist einfach so, so schön. Jetzt habe ich natürlich wieder krass ausgeholt, aber ich finde es manchmal schwierig, wenn ihr mir irgendwelche Fragen stellen sollt und das alles noch nicht wisst, was mich begeistert und inspiriert. Deswegen bin ich mega dankbar, hier zu sein. Und ich feiere euch. Und ich hoffe auf Fragen. Haut raus, bitte. Fragt einfach alles. Wie hast du deine beste Freundin kennengelernt? Also, Julia und ich haben uns in München kennengelernt, in einem Friseursalon, wo sie für ein halbes Jahr in München war. Und es war echt so Freundschaft auf den ersten Blick. Sie ist damals reingekommen und ich so, hey, kannst du hochstecken? Weil ich damals nämlich so ein Team aufbauen wollte. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich hätte voll Bock von dir zu lernen, weil klingt voll gut, was du da machst. Und dann hat sich das bei uns sehr schnell entwickelt. Haben uns aber nur ein halbes Jahr vor meiner Weltreise kennengelernt. Aber es hat gehalten. Manchmal brauchst du diese Länge von einer Freundschaft gar nicht. Voll cool. Ja. Erstmal vielen Dank und mein Kompliment für alles, was ihr aufgebaut habt und auch wie du das überträgst. Das ist echt geil. Du kommst von einer anderen, sagen wir so, Ausbildung und du bist jetzt Unternehmerin geworden. Und das ist etwas, was ich jetzt gerade auch versuche. Wurdest du in irgendeinem Moment nicht so ernst genommen, weil du vielleicht jetzt nicht BWL studiert hattest oder so den typischen Hintergrund hattest? Und wie bist du damit umgegangen? Oder ist es gar nicht passiert? Was da doch, ich überlege nur, wo ich da anfangen soll. Okay. Als Friseurin bist du ja, du hast ganz schnell diesen Stempel. Also das fand ich richtig hart und ich habe auch tatsächlich da sau krass an mir gezweifelt, warum ich halt fest davon überzeugt bin, dass Persönlichkeitsentwicklung wirklich das Fundament ist, von einer erfolgreichen Unternehmerin zu sein. Weil wenn du dir nicht dessen bewusst wirst, welche Zweifel du in deinem Kopf hast, welche negativen Gedanken du hast, was dich davon abhalten könnte, und es sind eben diese ganzen Menschen im Außen, die dich in Frage stellen, wenn dir das nicht bewusst ist, glaube ich persönlich, hast du keine Chance. Aber ich würde mir bewusst, weil ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, ich habe mich damit extrem auseinandergesetzt, was denke ich den ganzen Tag, was sind meine Glaubenssätze, was hält mich davon ab, wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, wer ist diese Mona in 5 Jahren und wer ist diese Mona jetzt, um zu checken, ich kann alles sein, was ich will, aber es halten mich nur meine Gedanken und meine persönlichen Überzeugungen davon ab, diese Person noch nicht zu sein. Und das kann aber von einem Moment auf den anderen passieren.
Und deswegen war das für mich so eine wichtige Arbeit. Und das war natürlich ein Prozess. Und ich habe da aber sau viel in die Richtung gemacht. Und deswegen, das hat mir geholfen. Aber sau viele Leute, die mich in Frage gestellt haben. Also extrem, weil aber dieses Friseurin-Ding ist halt so. Ne? Und dann diese großen Spinnereien zu haben. Ja, ich habe dann Produkte beim DM und jeder fragt, wie willst du das machen? Also es war ja für jeden auch nicht greifbar, aber ich habe so gecheckt, der Glaube an mich selbst und das Vertrauen, also diese Energy, was ich da aber immer wieder habe bei diesen Visionen, also das trägt mich so enorm. Ich weiß nicht, wer da kommen müsste, dass es mir kaputt macht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also das brutale Glaube an mich selbst, was ich auch damals schon hatte und ich glaube, das ist sehr wertvoll. Obwohl, also nur nicht falsch verstehen, ich habe natürlich meine Selbstzweifel, aber dieser Glaube, der schmeißt die dann oft genug auch wieder weg. Aber ich nehme die auch immer sehr genau auseinander, woher die kommen, warum die da sind, warum sie aber für diesen Weg schon wieder wertvoll sind. Also ich bin ein gnadenloser Optimist. Ich glaube, alle Gedanken, die negativ sind, sind dafür da, dass letztendlich das Positive passiert. Oh, okay. Danke. Das ist auch extrem, aber... Hilft bisher ganz gut. Vor allem diese Leichtigkeit zu bewahren, finde ich super. Du hattest von der Vision gesprochen, dass du gesagt hast, in den Friseursalons, da gibt es diese tollen Haarprodukte, aber die sind super teuer. Und ihr wollt das jetzt quasi für normale Menschen so erschwingbar machen. Wie bist du da eigentlich dann oder ihr rangegangen, um irgendwie diese Qualität sicherzustellen? Weil ihr seid ja eigentlich dann wahrscheinlich eher nicht so aus dieser Chemikalienrichtung oder ähnliches, um das jetzt sicherstellen zu können. Und das ist so spannend, weil man braucht immer, du wirst nie, würde ich jetzt mal persönlich sagen, du wirst nie alles alleine schaffen. Aber wenn du die Vision hast, dann ziehst du die richtigen Menschen in dein Leben, die dich dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen und diesen Traum zu verwirklichen. Und bei uns war das ja eben angefangen mit der Vision zu sagen, ich habe bis dato 7 Jahre in Salons gearbeitet mit 20 Euro plus Produkten. Wie können wir es, warum sind die, also erstmal sich, und das kann dann jeder bitte selber machen, damit auseinanderzusetzen, warum sind diese Produkte so teuer? Was braucht es, dass die zu diesem Preis kommen? Und wer verdient womit dran? Wenn man sich damit mal richtig krass auseinandersetzt, was ich jetzt nicht komplett auseinandernehmen möchte, dann ist es sehr spannend, wie man es auch machen kann. Und das war für uns halt so, wo wir dann die Strukturen kennengelernt haben, auch von DM, wer arbeitet, mit wem er da zu tun hat und so weiter, war das sehr, sehr spannend. Und natürlich hatten wir unsere Benchmarks zu sagen, wir wollen diese Qualität. Und natürlich nimmst du alle Inhaltsstoffe mal auseinander und sagst, okay, was ist gut, was ist schlecht? Warum haben die das eigentlich? Warum sind die trotzdem erfolgreich? Und es ist sehr spannend, mit den richtigen Menschen, die diese Expertise extrem haben, zusammenzuarbeiten. Weil das ist genauso, wenn du sagst, boah, ich will einen Friseursalon eröffnen, bin aber keine Friseurin, dann kannst du das trotzdem machen, wenn du eine wundervolle Vision für die Friseure hast. Aber hol dir diese Friseurmeister dann in den Salon. Und genau das haben wir quasi auch gemacht. Weil wir haben ja die Expertise, wir testen das alles selber bis heute. Wir testen in der Regel alle halbe Jahr um die 18 neue Produkte, die immer mal wieder kommen, verbessert werden, rausformuliert werden und so weiter. Wir sind im stetigen Prozess, um die geilste Qualität abliefern zu können. Und das machst du nicht einmal und hast ein geiles Produkt. Das ist ständig dran, das immer wieder zu verbessern mit den neuen wissenschaftlichen Dingen. Und klar habe ich dann einen mega Vorteil, wenn ich die M als Konzern habe, wo natürlich das nötige Kleingeld da ist, um diese ganzen Tests überhaupt ständig durchzuführen. Deswegen war für mich ziemlich schnell klar, wenn ich was Geiles kreieren will, dann kann ich zwar selber gleich mal anfangen, aber es ist halt mit sehr viel Herausforderung geprägt. Genau. Da habe ich direkt eine Anschlussfrage, weil das hat mich gerade auch beschäftigt. Weil wir teilen, dass wir halt ein recht ähnliches Produkt haben. Also wir haben auch ein chemisches Verbraucherprodukt, wir machen Reinigungsmittel. Und wir teilen uns den Hauptrohstoff Tenside, deswegen ist das für mich alles sehr, sehr spannend. Und meine Frage ist, also du bist mit, wie ihr das alles konkret umgesetzt habt. Also du bist ja mit der Vision zu DM gegangen und DM hat gesagt, okay, dann
Ihr seid die Richtigen, um diese Vision mit uns zusammen umzusetzen. Und DM hat dann quasi mit euch zusammen diese Produkte entwickelt und das dann quasi als Eigenmarke rausgebracht unter der Brand Langhaar-Mädchen, oder? Genau, also wir haben mit DM einen Kooperationsvertrag. Wir sind immer noch komplett unsere eigene Firma. Es gibt die Langhaar-Mädchen GbR, dann gibt es die Langhaar-Mädchen GmbH und dann, ja, jetzt noch was. Und die kooperiert mit DM Drogeriemarkt Deutschland. Und was wir aber zusammen haben, sind diese Produkte. Und alles, was über Produkte läuft, habe ich eine Lizenzsumme, was ich von DM bekomme, dass ich für jedes Produkt quasi, jetzt muss ich gucken, dass mir nicht zu viel rausrutscht, ganz alles darf ich nicht erzählen, aber also verdiene mit an jedem Produkt, was eben verkauft wird. Was natürlich in der Drogerie auf Masse natürlich viel schneller, ne, sehr groß werden kann. Und deswegen ist es halt so schön, umso geiler wir mit DM zusammenarbeiten, umso höher wir die Qualität halten von unseren Ansprüchen aus dem Handwerk, von unserer Expertise, aber auch gleichzeitig Normalverbraucher. Also wir haben bis zu 40 Leute in unserem Netzwerk zum Testen. Das sind ja nicht nur wir, aber wir halten halt den Anspruch hoch. Und dann entwickeln wir das mit denen zusammen und sind auch immer bei unseren Lieferanten, bei unseren Chemikern vor Ort und machen Halbseitenvergleiche und so weiter, wie man sich das halt so vorstellt. Und ich dann blind, okay, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an, hier braucht das, beim Film fühlt sich, was ist da, dieser eine Stoff muss raus mittlerweile. Das sind Erfahrungswerte, ne? Wir sind da auch krass mitgewachsen und die konnten uns das aber immer erklären, an was das liegt und was wir noch neu machen können und wie wir uns besser entwickeln können und so weiter. Ja, mega spannend. Ja. Also ich aber kommt da gerne auf mich zu, falls ihr da mal. Ja, es wäre richtig schön, wenn wir da nochmal intensiver reingehen können in die Thematik, weil es sind bestimmt einige gute Und ich muss Themen. Ganz ehrlich sagen, also für mich gibt's, also für mich ist Leichtigkeit ein extrem hoher Wert. Deswegen fahre ich bis heute meinen 5er Golf, sage ich immer, wenn ich sage, der hat so viele Macken und dann fahre ich ein bisschen zurück, dann ist nochmal eine Macke drin, ich scheiß drauf. Ne? Aber was wir halt mit DM auch haben, diese Leichtigkeit zu haben, ich meine, euch muss ich nichts erzählen, auf was man alles schauen muss, wenn man Produkte entwickelt. Es wird einem ja nicht immer so ganz einfach gemacht. Und dieses mal schnell hoch zu skalieren, ist halt auch nicht ganz so einfach, diese ganze Verantwortung zu haben. Das ist ja alles auch, ne, was man irgendwie tragen muss. Und ich habe gesagt, okay, was ist das, was mich beflügelt? Was ist das, was Julia beflügelt? Und da sind wir halt voll gleich, dass wir uns darauf konzentrieren wollen, diesen Mehrwert, diese Expertise, das am Kunden weiterhin zu behalten. Hätte ich aber diese alle anderen Themen, dann müsste ich von meinem Expertenstatus ganz schön wegrutschen, um dann wirklich zu sagen, okay, ich kümmere mich um alles andere auch. Ja. Und deswegen sind wir so dankbar, diesen starken Kooperationspartner zu haben, weil wir immer noch extrem bei unserer Beratungskompetenz bleiben können und bei unserer Expertise. Und das liegt unserem Herzen. Genau. Ja, das ist gut. Ja. Ich meine, das gleiche Gefühl haben wir ja auch. Also man muss sich ja aufteilen, vor allem wenn man es alleine macht. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich bereichernd, wenn du dann halt wirklich so einen starken Partner hast. Ja, definitiv. Nee, ich hatte eigentlich nur so eine Anschlussfrage daran, weil dadurch, dass ihr ja so einen starken Kooperationspartner habt, wie groß ist denn dann eigentlich eure Firma? Also wer ist denn um euch zwei Personen noch rum bei Langhaar-Mädels? Also da hätte man natürlich sagen können, also wir haben uns natürlich schon beschäftigt, nicht ganz am Anfang, aber schon ziemlich schnell, wen brauchst, dass diese Marke erfolgreich wird? Weil ich meine, jeder von euch hat sich wahrscheinlich schon mal damit beschäftigt, wenn man eine eigene Firma aufbaut. Allein, dass du jemanden für die Buchhaltung ziemlich schnell benötigst, wenn man es halt unbedingt gerade selber machen will. Ich bin da super talentfrei. Was Thema Steuern angeht, ne, es kommen ja so viele Themen, wo du erstmal komplett überfordert bist, was ja eh schon genug ist. Und wir haben jetzt mittlerweile ein Team von 12 Leuten, wo man sich manchmal schon fragt, ja, und was machen die jetzt alle? Wir haben halt nebenher auch noch so eine Art Eventagentur, weil wir 100 Stylisten in Deutschland haben, Langhaar-Mädchen Stylisten, die wir immer mal wieder für Events buchen, die aber freiberuflich sind, die aber nicht immer komplett mit uns arbeiten, aber hatten wir halt voll viel für unsere Roadshow, für unsere Events. Durch Corona zum Beispiel jetzt gar nicht. Deswegen ist es immer schön, wenn man verschiedene Standbeine hat, weil die Produkte liefen ja zum Glück alle weiter. Aber dann so kreative, die Daniela ist übrigens eine davon, einer der wundervollsten Stylisten. Ha, Halleluja! Und da merkt man halt auch, ne, durch so eine Expertise sich immer auszutauschen, da ist uns das Netzwerk halt auch Gold wert, sowas weiterhin zu machen.
Die Frage war, wie viele Leute wir haben. Ja, genau, 12. Dann haben wir jemanden Unterstützung Social Media, weil natürlich ist eine Marke aufgebaut, sehr viel mit Content. Da haben wir am Anfang noch gedacht, so ja, das machen wir halt so ein bisschen hier und da. Da sind wir aber auch ganz stark reingewachsen. Tun uns teilweise auch immer noch schwer, weil diesen ständigen, guten, qualitativen Content mit verdammt viel Mehrwert und Beratungskompetenz und Shishi zu entwickeln, ist halt crazy. Genauso, dass unsere Beratungskompetenz voll wichtig ist, haben wir jetzt einen Messenger-Bot entwickelt. Ja, mach mal so einen Bot, der auf alle Fragen eingeht. Das waren unsere Julia Sidis von Anfang an dabei, 30 Seiten runtergeschrieben, dass die Mädels wirklich für alles wirklich eine Antwort bekommen. Und das sind halt Herausforderungen, wo wir auch immer nach vorne preschen. Wir wollen diesen Bot ans Regal bringen und so weiter. Das sind halt unsere Gedanken, Visionen, Ideen, wo du halt krass investierst in Personal. Und es kann aber sein, entweder das wird was nicht. Wir haben übrigens auch mal eine App entwickelt für Stylisten. Voll der Fail. War voll scheiße. Richtig viel Geld ins Sand gesetzt. Ja, aber läuft trotzdem. Und jetzt mit dem Salon hoffentlich ein bisschen besser. Aber das sind halt so Investments, wo man, glaube ich, immer mal wieder checken muss. Ich sage immer, ich bin Unternehmerin und Investorin. Das sage ich mir seit Australien. Unternehmerin bin ich mittlerweile, Investorin noch nicht. Aber wurde ich ja jetzt immer mehr inspiriert. Und noch hatte ich noch nicht die Kapazität und die Zeit. Aber mich inspiriert es halt so krass, weil ich irgendwann check, ich habe zwar viele eigene Ideen, aber es ist auch geil, in andere Menschen zu investieren. Ich sage halt immer bewusst Menschen, weil ich liebe Menschen. Und ich finde halt noch geiler, wenn Frauen noch mehr gründen, weil ich selber check, wie schwer es einem irgendwie gemacht wird. Aber deswegen sehe ich auch in meinem Team so viel Potenzial von Menschen, weil wir auch immer sagen, wir leben in einer Unternehmenskultur der Potenzialentfaltung. Erstmal die Bedürfnisse von unserem Unternehmen checken und dann wird ganz schnell der Mensch, aber das Mädchen angeschaut, die bei uns arbeitet oder Frau oder divers oder wie auch immer und geschaut, welches Potenzial das Mädchen hat. Weil bei uns haben es ganz viele schon in ganz andere Bereiche geschafft, wo ich mir jetzt denke, krass, die hat sich so krass weiterentwickelt und das ist für mich das Allergeiste. Das ist einfach schön. Aber ich habe Bock auf ein größeres Team. Also mich wird es nicht. Ich weiß auch, dass es, glaube ich, anstrengend wäre, aber... Aber heißt das, die Marke hat mehrere Standbeine? Also ihr habt ja diese Eventagentur, also dieses, was am Anfang eure Vision war, mit dem Van rumzufahren. Gibt es diesen Van noch? Oder was gibt es? Ja, das ist ein amerikanischer Schulbus, das ist ein Stylingbus. Okay. Der wird immer noch für Messen vermietet und so weiter. Das läuft mittlerweile komplett unabhängig von mir. Das läuft einfach. Dann haben wir eine Agentur mehr oder weniger, wo wir für andere Firmen auch Content produzieren. Haben wir eher weniger gemacht, aber deswegen haben wir jetzt diesen Salon. Das ist automatisch auch ein Content-Haus und ein Concept-Store in der Kaiserstraße 45 in München. Mal kurz Werbung hier an der Stelle. Sau schön auf 160 Quadratmeter und ein Riesenkeller und da kann man sowas halt geil machen. Und deswegen sind es halt verschiedene Standbeine. Und der Kern ist zwar immer die Haarpflege und alles, was Haare und Expertise angeht, versuchen wir auch selber zu machen. Und alles, was nur für das Gefühl von der langhaarigen Welt, wie so Kleider, weil wir immer in Kleidern rumrennen und so Zeugs, das machen wir immer über Kooperationen oder mal eine Schmuckkollektion oder sowas. Aber alles wirklich immer mit dem Inspirationsgedanken, dann ist es eine Kette mit einem Traumfänger, weil der uns halt schon immer begleitet. Also wer unsere Brand kennt, versteht, da haben wir zum Beispiel bei einem DM geschafft, einen Aufsteller zu haben mit einem Vision Board, mit Vision Board Karten. Weil ich halt sage, Alter, glaubt an eure Träume, ist so wichtig. Und ich will das auf eine spielerische Art und Weise immer mehr an die jüngere Zielgruppe einfach bringen. Dass es normal ist, sich mit seinen Träumen auseinanderzusetzen. Voll gut, danke. Ja. Sehr gern. Du hast ja vorhin gesagt, dass du in Australien das Lesen angefangen hast. Welche Bücher haben dich dann am meisten inspiriert? Also, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Weil ich habe damals Google von ihr ganz super übrigens. Ja, als Friseurin, das ist echt lustig. Ne? Das hört sich echt blöd an, aber als Friseurin, ich musste nie viel am PC machen. Ich musste nicht viel recherchieren. Ich habe keine Bachelorarbeit geschrieben. Also es hört sich manchmal echt so ein bisschen, aber es ist halt einfach so. Und deswegen war für mich auch das erstmal irgendwie nicht so eine Welt. Und ich habe dann bei Google teilweise auch eingegeben, wie führe ich ein selbstbestimmtes Leben? Wie schaffe ich es, unabhängig zu sein und so weiter? Und dann kommt man natürlich halt viel auf Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen war das erste Buch Gesetze für Gewinner von Bodo Schäfer.
danach hat dann gleich der Weg zur finanziellen Freiheit und der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Also ich habe keine Romane gelesen, habe mich voll gelangweilt. Einfach nur Businessbücher, Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum. Und plötzlich haben mich Zahlen interessiert und plötzlich fand ich das voll krass, wie man skalieren kann, was ist ein passives Einkommen, was gibt es für Einkommensströme. Und dann habe ich halt aufgesaugt. Und ich habe, glaube ich, in diesem halben Jahr, also ich sage immer um die 100 Bücher, aber ich glaube, es waren echt mehr. Also ich war, aber ich habe halt auch keine Menschen mehr getroffen. Ich war, komische Phase. Aber ich habe mir nichts anderes gegönnt, als über mein Leben mir Gedanken zu machen, weil ich immer gesagt habe, lieber investiere ich doch jetzt ein Jahr meines Lebens und mache die restliche Zeit meines Lebens zur geilsten Zeit meines Lebens, bevor ich jetzt, wuhu, Party, und ich war ein Jahr in Australien und jeden Tag Hostelpartys und wuhu, und komme zurück und habe dann das gleiche Leben wieder vor. Das hat mich so, der Gedanke, der hat bei mir alles zusammengezogen. Und deswegen, ich bin aber sehr gerne auch extrem in allem, was ich tue. Ich versuche besser zu werden. Aber ich liebe dieses Vollgas. Ich liebe es. Ich liebe auch gerade die Phase. Es passiert gerade so viel. Aber ich sage halt auch immer zum Universum, hey, ich habe Bock auf Wachstum. Und jetzt so, hey, pff. So, vielen Dank. Passt, ist okay. Aber es macht Spaß. Und wenn man das halt immer mit diesem positiven Mindset hat, dann ist halt alles dafür da, dass ich letztendlich ja schon wieder zu der Person werde, die ich in 5 Jahren sein will. Also von dem her ist es ja dann eigentlich schon wieder alles in Ordnung und okay. Ja. Also man hört ja jetzt schon krass raus, du bist Ja-Sagerin und Optimistin. Ist es, glaube ich, nicht ausgeschlossen, dass du auch Momente hast, wo du überfordert bist? Was machst du? Also wie bringst du dich, wie überstehst du die Zeit dann? Also. Also. Ich bin verdammt oft überfordert und ich bin verdammt oft, dass ich halt merke so, oh, es sind gerade ganz viele negative Gedanken, es fühlt mich gerade so gar nichts, ist aber irgendwo schon wieder, ne? Ich kann mir dann gleich sagen, ist aber irgendwie für irgendwas gut. Aber was ich gelernt habe, was für mich sau wichtig war, das voll zuzulassen. Also ich bin dann halt auch mal einen halben Tag vielleicht schlecht drauf und sage der Julia, hey, ganz ehrlich, lass morgen telefonieren. Ist gerade nicht. Und dann fange ich halt wieder an zu meditieren. Also das merke ich, das ist das Einzige, das habe ich in Australien so konsequent gemacht. Jeden Tag Dankbarkeiten aufgeschrieben, Erfolge aufgeschrieben, visualisiert und alles, was diese erfolgreichen Menschen so, ne, sagen, habe ich alles brav streberisch gemacht. Jetzt merke ich gerade, in dem Hustle-Mode, wo ich jetzt bin, ist gerade nicht so gesund, das weiß ich aber schon wieder, weil gerade ist so ein Vollgas-Modus und so viel. Ich meditiere nicht, ich ernähre mich gerade nicht 100% gesund. Ich würde euch gerne genau das Gegenteil gerade sagen, dass ich sage, hey, ich meditiere trotzdem jeden Tag, ich mache meinen Sport, ich ernähre mich gesund, alles kein Problem. Aber nee, die Wahrheit ist gerade anders. Weil, und es ist aber auch okay. Ich mache mich dafür halt nicht mehr. Früher war es immer so, ich wollte das alles so perfekt wie möglich machen, weil extrem. Und jetzt denke ich mir so, ist gerade halt alles so uff. Und nichts von alledem da, aber ich mache voll auf diesen Check-in, wie geht's mir gerade, und ich habe halt nicht das Bedürfnis, dass ich meine Gefühle halt immer so krass rauslassen muss, was ich aber glaube, was gesund ist, aber das gibt mir halt voll, das Einzige, was ich voll mache, ist tanzen, das gibt mir echt, das hat es für mich voll verändert, ich tanze wahnsinnig viel, wenn es gerade Corona ist, wenn es zulässt. Das ist halt voll mein Ausgleich, aber halt dieses Social-Tanzen mit anderen, so Salsa und so Zeugs, finde ich voll toll. Und da komme ich nämlich nicht ins Denken, tatsächlich. Bei allen anderen Sportarten schaffe ich das wenig. Und jetzt denke ich mir aber, ja, das müsste gerade wieder mehr in meinem Leben sein. Aber deswegen bin ich da sehr stark drauf. Ich habe jetzt mein Commitment, bis der Salon am 30. November haben wir Eröffnung. Dann gebe ich mir noch bis Mitte Dezember. Und dann bin ich aber sehr gut in dem Cut machen und sagen, okay Leute, ich trete jetzt mal kürzer, ich werde erstmal auf E-Mails, verteile das voll, weil ich dann merke, so, wenn ich es jetzt nicht mache, dann zieht es mir irgendwie einen Stecker. Und das habe ich bisher immer, durch das, diesen Check-in jeden Tag zu machen, wie geht es mir wirklich, und lieber vorzeitig mal einen Tag raus zu sein. Julia hatte zum Beispiel gestern Geburtstag und es war so spannend, sie so, ruf mich nicht an. Ich so, okay, es war gerade jeden Tag echt irgendwie gefühlt 30 Entscheidungen zu treffen und dann passiert wieder was. Und gestern ist ein Rohr geplatzt, es ist die Scheibe falsch angekommen, dann hat mich der Nachbar
war nicht ganz so amüsiert, weil Baustellenlärm und so weiter. Und ich werde gestern gefühlt wirklich 15 Mal zum Hörer gegriffen, habe es aber nicht gemacht. Und es ging auch. Also man lernt halt auch, damit irgendwie anders umzugehen. Aber genauso weiß ich, ist auf eine Julia Verlass, dass ich die genauso viel aushalten kann, wenn ich mal sage, du, ich bin raus. Und dann ist es okay. Und das nehmen wir so ernst. Auch Urlaub. Ich würde eine Julia auch niemals einfach so anrufen. Immer so, könntest du in einer halben Stunde, wir telefonieren so wenig, weil jeder seine Aufgabenbereiche hat. Ich habe einen halben Respekt vor dieser Frau, was sie leistet. Das ist für mich so brutal. Und ich sehe sie immer wie so ein Genie. Und ich will sie dann in ihrer Ruhe nicht stören, weil die ist genau gegensätzlich. Die hockt an ihrem Laptop und dann ist sie voll in dem Konzentrationsmodus und arbeitet ihre Sachen ab. Und ich sitze einmal, vielleicht 5 Minuten und dann bin ich wieder woanders. Dann kommt eine Fliege und dann klingelt es an der Tür. Also Konzentration ist nicht so meine Stärke. Weiß ich, ist aber vielleicht auch für irgendwas gut. Weil dann habe ich vielleicht mehr Ideen und kann mehr Dinge verknüpfen. Und das, so sieht Julia mich. Deswegen, ich könnte nicht so über mich reden, wenn ich nicht diese permanente Liebe von der Julia spüren würde, wie sie mich sieht. Und deswegen ist es halt immer so ein Sehen und Gesehen werden. Und das kann man so schnell aber an andere Menschen abgeben. Und dann plötzlich reagieren alle so auf einen. Und das finde ich so magisch, weil wir wären niemals da, hätten wir nicht diese wahnsinnig vielen Menschen, die uns auf dem Weg so noch hier, also noch, also wirklich so viel Unterstützung. Ich kann da gar nicht mal, deswegen, ich will einfach nur noch unterstützen, weil ich mir denke, wie kann ich das jemals zurückgeben an diese Menschen, die aber so bedingungslos geben, dass sie sagen, Mona, ich will nichts zurück, dann hast du es noch nicht verstanden. Weil ich mache es gern. Und ich so, stimmt. Aber das anzunehmen, das finde ich voll, voll krass irgendwie. Das fällt mir immer noch schwer, obwohl ich es genauso gern gebe. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Die Frage vergessen. Aber hast du beantwortet. Habe ich sie beantwortet? Okay, sehr gut. Ich habe es mir abgespeichert. Ich denke heute Abend nochmal drüber nach. Das ist eine gute Einstellung auf jeden Fall. Okay. Wo willst du denn in 5 Jahren sein? Also, mir ist es ganz arg wichtig, dass diese Beauty-Welt einen Shift erlebt, dass es nicht mehr so viel um Perfektion geht um Optimierungswahn. Dass Mädels viel mehr bei sich selbst sind, dass es sich ganz anders, und deswegen, ich visualisiere das jetzt schon, dass ein Mädchen in den Salon reinkommt, sich vor einen Spiegel setzt und keine negativen Gedanken hat. Ich meine, die hat verdammt viele Reminder am Spiegel, also eigentlich sollte ihr es nicht schwerfallen, aber das will ich sowas von schaffen. Mein Mädchen, was zu mir in den Salon kommt, die schaut sich liebevoll in den Spiegel an und die trägt das weiter, und ich glaube, an eine Generation, wo diese ganze Beauty-Welt kompletten Shift erlebt, an einen kompletten Bewusstseinswandel, was das erlebt. Und ich glaube daran, dass Friseure mehr Wertschätzung bekommen, weil das hätte ich mir einfach auch mehr gewünscht. Ich habe Bock, für die Friseurbranche was zu tun. Julia und ich sind da echt dran, mehr ein Fundament aufzubauen, das auch besser bezahlt werden kann. Ich will da neue Chancen kreieren für Friseure. Und ja, und privat gibt es natürlich ganz viele andere Sachen. Nebenbei. Ja. Aber deswegen, das würde zu arg den Rahmen sprengen. Auch da, ich könnte darüber jetzt auch noch eine Stunde reden, aber ja, ich halte es mal kurz. Also das Gefühl von ganz viel Liebevolligkeit, vor allem für die Mädchen, wenn sie sich im Spiegel anschauen, und ganz viele, ja, ganz viele Mama-Tochter-Workshops, dass wir auch im Salon, also diese Verbundenheitsstärken zwischen Generation übergreifend, also einfach dieses alte Langhaar-Mädchen, diese Oma, die einen ganz anderen Bezug wieder zu ihrer Tochter bekommt, wäre einfach mehr Liebevolligkeit. Ich weiß, es hat eigentlich mit langen Haaren und so nichts zu tun, aber das ist einfach diese Magic, was wir teilweise im Bus schon kreiert haben, wo wirklich Oma mit ihrer Tochter mal bei einem Event, DM-Event reinkommen ist und dann beide am Friseurstuhl irgendwie Händchen gehalten haben, beide eine Frisur bekommen haben. Und da geht es einfach nicht um schöne, lange Haare, es geht einfach um Verbundenheit zwischen Menschen. Weil wir lieben Menschen. Wir lieben Mann, Frau, divers, alles. Alles. Wundervoll. Ich glaube, es hat uns heute ganz, ganz viele neue Einblicke wiedergegeben und auch Mut, einfach dran zu bleiben und das zu tun. Weil ich glaube, dieses Brennen für die Ideen, das ist das, was ihr auch alle tragt. Und es wird euch weit, weit, weit tragen. Ich finde, das ist so ein
wenn man halt sieht, was du und was ihr geschaffen habt, es ist so inspirierend und so toll und so mit so viel Liebe. Das ist ja genau euer Motto. Insofern vielen Dank dafür. Deswegen euch allen ganz viel Erfolg. Glaubt an euch selbst und checkt einfach nur, ne, diese Probleme, die macht man sich alle selber im Kopf und diese Zweifel habt ihr alle selbst in der Hand. Und die kann man einfach mal durchstreichen und anders denken und die führen euch woanders hin. Und das wünsche ich euch einfach, dass ihr das checkt, dass es Gedanken sind, die aber geändert werden können. Und dann kommt ihr auch dahin, wo ihr hin wollt. Und wenn es das nicht ist mit der Idee und das nicht zum Erfolg wird, dann ist es der Step zu noch was Geilerem.